Jesus sagte zu ihm, auf ihn möge dein Reich kommen, o Herr. Das bedeutet im Koran, Allah sagt, o Mohammed, mach dir keine Sorgen, auch wenn die Ungläubigen es nicht wollen. Mein Licht wird diese Welt herrschen. Das ist sein Reich. Und es werden, inshallah, nur Menschen aus Licht herrschen, hier auf Erden. Deshalb machen wir Zikr, Meditation, dass wir für diese Tage Licht empfänglich sind, nicht empfindlich. Lichtempfindliche Leute werden verschwinden. Hat unser Großsheikh gesagt. Wer nicht Zikr gemacht hat, egal ob er fünfmal am Tag gebetet hat oder nicht, er wird diese Tage, diese lichtvolle Tage Gottes und Mehdi a.s. und Isa a.s. Jesus werden kommen, Isa ist Jesus, werden kommen aus Lichtwesen. Sie werden strahlen wie die Sonne und der lichtempfindlich ist, hier wird hier wie Dracula anfangen zu schmelzen, wird verbrennen vor diesem Licht. Nur und wenn die Menschen Asbestanzüge an sich ankleiden werden oder Rüstung hier sich verstecken, dieses Licht vom Mehdi Alisan wird durchlöchern und ihn verbrennt in der Rüstung. Weil er wird strahlen, Licht Gottes strahlen, ausstrahlen. Und nur Menschen, die Zikr machen, also Gebete mit Zikr verbunden haben, jeder Zikr, Allah, 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 das ist Licht. Jedes Zikr, jedes Wort Allah, jedes Wort Rahman, Rahim, jeder Name Gottes, den wir rezitieren, gibt uns Licht. Das sind die Zellen, unvergängliche Zellen, die für uns vorbereitet werden. Bei jedem Zikr, den wir machen, wird für uns ein neuer Körper vorbereitet. Das ist jetzt hier für uns eine neue Öffnung, inshallah. Jeder Zikr, genauso wird wie wir hier, wie ein guter Schneider hier, aus Gold und mit goldenen Fäden schmücken oder wie heißt das hier? Erziert, stücken. Sticken. Und Seide und Gold miteinander hier. Zum Beispiel das Tuch, Kaaba, wird von 40 Schneidern zusammen in 40 Tagen genäht. Die ganzen Ränder aus Gold und so weiter. Und ganze Allah auf diese Kaaba, Tuch von Kaaba hier, diese ganzen Ayat, was da drauf steht, ist aus Gold, goldene Federn. Und das wird von 40 Schneidern zusammen Tag und Nacht verarbeitet. In 40 Tagen muss es fertig sein. Und das wird gemacht in der Türkei. Das Tuch von Kaaba wird in der Türkei hergestellt. So für das Haus Gottes sein Kleid, das Tuch von Kaaba ist sein Kleid. Wie hergestellt, wie jedes Jahr neu vorbereitet wird, für uns entweder für den Tag der Auferstehung, am Tag des jüngsten Gerichtes, oder wenn wir die Zeit erleben, das Kommen von Mehdi a.s. und Isa a.s., für diesen Tag wird für uns ein neues Kleid, also Körper, unser Körper ist unser Kleid,
Unser Körper ist das Kleid unserer Seele, damit wir sichtbar werden können. Weil unsere Seele ist nicht sichtbar. Nicht vor unseren Augen. Nur durch unser Kleid der Sichtbarkeit, dass unser Körper, sind wir sichtbar. Wir erscheinen. Wenn der Körper fällt und verwest, dann bist du nicht mehr sichtbar. Und du denkst, der Mensch ist gestorben und Ende aus. Nein, die Seele ist da, in einem Warteraum, in einer Zwischenstation, zwischen dieser Welt, hier und hiernach, wartet die Seele, aber ist unsichtbar, weil der Körper ist auseinandergefallen. Der Körper, das Kleid ist weg. Das Kleid der Sichtbarkeit ist weg. Dann bist du unsichtbar. So wird es hier, wenn je mehr wir Zikr machen, und auch jede Zikr, die wir machen, Subhanallah, ist in Wirklichkeit vorherbestimmt. In dieser Welt, wie unsere Atemzüge, 24.000 Atemzüge haben wir täglich. Und wenn ein Mensch in die Welt hineingeboren wird, sein Lebensraum, Zeit ist vorherbestimmt. 20 Jahre, 20 Tage, 200 Jahre, das weiß der Herr, der Mensch nicht. Aber egal, 20 Tage oder 20 Jahre, so viel Atemzüge, dann ist für ihn vorherbestimmt. Wenn der letzte Atemzug gekommen und gegangen ist, bist du weg. So ist es auch hier, dein Zikr, deine Meditation, Allah, Allah, wie viel Mal du das hier sagen wirst in deinem Leben, Allah weiß es im Voraus. Du nicht. Wir müssen, weil wir nicht wissen, wir müssen uns anstrengen, so viel wie möglich zu machen. Dass Allah das im Voraus weiß, wie viel wir das machen, ist seine Sache. Unser Problem ist hier aber, dass wir so viel wie möglich machen sollten. Da geht es darum, unsere Absicht und unsere Bemühung. Der Erfolg zählt nicht. Das ist uninteressant. Unsere Bemühung zählt. Und dementsprechend, wie viel wir haben, ein vollkommenes Kleid oder unvollkommenes Kleid wird auf uns warten. Die Heiligen, sagt nicht über sie hier, sie werden gestorben, sagt Allah im Koran. Weil der Beweis ist auch dafür, hier werden sie 1000 Jahre unter der Erde liegen, dass sie immer noch hier warmen Körper haben und das geht nicht auseinander. Das ist der Beweis, dass sie schon diesen Anzug des Zikrs, Ewigkeit, haben sie schon im Körper bekommen. Die Zellen sind da drin. Sie sehen vielleicht alt aus, aber sie sind in Wirklichkeit jung und unvergänglich. Sie haben einen unvergänglichen, unsterblichen Körper bekommen. Das Kleid. Durch ihr Zikr und Nähe Gottes. Durch das Licht Gottes. Dass sie haben eigentlich einen Körper aus Licht bekommen. Und das ist in unserer Hand. Je mehr wir Zikr machen mit Aufrichtigkeit, die Engel nähen uns einen neuen Körper, das aus Licht ist. Und das ist unsere Rüstung eigentlich für die Zeit von Mehdi a.s. und Isa a.s., wenn sie gekommen sind, dass wir nicht durch das Licht Gottes verbrannt werden. Dass wir nicht lichtempfindlich sind, sondern lichtempfänglich sind. Lernt ihr Deutsch bei mir? Ja, die Lichtempfindlichen sind die Dunklen. Leute mit Finsternis in ihren Herzen. Sie können Licht nicht entgegenschauen. Der Beweis ist, wir können nicht der Sonne entgegenschauen, nicht? Sind wir blind, weil diese Augen können nicht, aber die Augen des Herzens können. Wenn wir es geschafft hätten, mit unseren Herzensaugen Sonne entgegenzuschauen, die Sonne würde sich verbrennen,
vor dem Augenlicht unseres Herzens. Aber so ist es umgekehrt, solange unser Ego uns beherrscht, solange das Kommando, das Ego hat bei uns. Schauen können wir nur mit den Augen des Körpers, des Egos schauen, und wir können nicht schauen, Licht Gottes. Die Sonne ist ein Symbol für das Licht Gottes, aber wenn der Mensch, ein vollkommener Mensch, geschafft hat zu werden, ein Heiliger auf Erden, ein Stellvertreter Gottes zu werden, Freund Gottes zu werden, dann das Licht in seinen Augen ist das Licht, Augenlicht des Gottes, die Sonne wird sich verbrennen. Die Sonne kann das nicht ertragen, in die Augen eines Heiligen zu schauen. Möge Allah uns mit den Heiligen zusammen sein lassen, hier und hier nach. Amen. Es ist keine einfache Sache, diese Augen zu bekommen. Dann sollten wir lieber mit solchen Augenbesitzern zusammen sein. Damit wir durch die dunklen Tunnels, die von ihnen geführt werden können, ohne den Kopf da und dort hier zu stoßen und Kopfschmerzen haben. Und Zikr bereitet uns vor, unser Körper vor, für diese Tage. Entweder, wenn wir es nicht schaffen, bis Mehdi alaihi salam sollten, nicht schaffen sollten, dann für den Tag des jüngsten Gerichtes. Weil da wird, wenn wir auferstanden sind, Allah lässt uns wieder auferstehen nach dem Tode, die Welt, das ganze Universum, wird 200.000 Mal mehr im Finsternis sein, wenn dieser Welt kein Licht ist in einem Gebiet hier, wo Dunkelheit ist nur, 200.000 Mal mehr dunkel sein. Und wir werden Angst bekommen in dieser Finsternis, wenn wir aufgestanden sind. Wenn alles Finsternis ist und kein Licht, dann ist es wie ein Erstickungsgefühl. Du fühlst dich nur erstickt oder nicht. Ganz dunkel, wie im Grabe. So werden wir Angst haben, wenn wir nicht mit Licht Gottes hier auferstehen. Wie die Unterbauarbeiter. Hier haben sie doch hier ein Licht. Dann können sie nach vorne schauen. Oder Scheinwerfer eines Autos. Die Gläubigen werden so auferstehen, Rote. Und die Menschen, die ein Scheich haben, der Scheich wird für sie der Fackel sein, der vorläuft und dann zeigt den Weg. Da werden wir, die Gläubigen werden, die geführt werden von einer spirituellen Führungskraft, die werden keine Dunkelheit erleben. Sie werden keine Angst haben. Aber die, die ohne Führung sind, die behauptet haben, ich schaffe das auch alleine, es geht auch ohne und so weiter, etc. Die werden tappen in der Dunkelheit und sie werden sowas von Angst haben. Es ist nicht einfach, du bist dort und du bist am Himmel. Oh, es wird noch 50.000 Jahre geben hier auf dieser Welt nach dem Auferstehen. 50 Stationen musst du noch auf dieser Erde hier durchgehen. Jede Station, von einer Station zum anderen, 1000 Jahre. Das sind insgesamt bis zum jüngsten Gericht 50.000 Jahre wird das dauern, innerhalb dieser Welt. Das sagt der Papst nicht, damit ihr nicht hier wegläuft vor der Kirche und so weiter. Aber ob ihr läuft oder wegläuft, oder ihr könnt nicht weglaufen hier. Ihr seid gefangen in dieser Welt. Ob ihr wollt oder nicht hier, ihr werdet auferstanden sein und dann das erleben. So. Aber dieser 50.000 Jahre Weg mit Führung wird für den Gläubigen, der im Namen Gottes für Allah gelebt hat, mit einer spirituellen Führung, sie werden das in 5 Minuten geschafft haben, inshallah.